Ich habe Aufnahme 2 gestartet. Hallo YouTube wieder an dieser Stelle. Willkommen zu Folge 2 von der wundervollen Geschichte jetzt. Dankeschön, Chat, fürs Erinnern. Pipi machen war gut, Pipi machen war richtig. Und damit machen wir hier jetzt weiter, wo wir aufgehört haben. Hi YouTube. Ah, oh, es ist so süß, wie der Chat überall Hallo sagt. Tarek, wir müssen hier so eine kleine Chat-Einblendung dann machen, wo man dann, weil man sieht ja auf Twitch auch den Chat rückwirkend, ne? Wenn ich unter alten Aufnahmen schaue, dann müssen wir so eine kleine Chat-Einblendung machen, weil der ganze Chat gerade YouTube grüßt und alle Hallo YouTube schreiben. Das ist voll nett. Solange wir gerade noch gehen und solange wir noch nicht liegen, und wir haben den Mistsammler erforscht, da gucken wir gleich, was wir jetzt noch holen. Schaffen wir das mit dem Füttern, bevor wir da jetzt dran sind? Das wäre ja großartig, wenn wir das einmal quasi so davor schaffen würden. Weil ich möchte, dass er sich hier auch gleich hinlegt und schläft. Das hier ist nämlich ein guter Ort, um sich ordentlich auszuschlafen. Und da haben wir nämlich auch keine Giftwolken und so weiter. Das müsste ja so ein guter Schlafplatz eigentlich sein, ne? Ombo isst gerade, ja. Ombo isst gerade. Aber Ombo soll ich hier auch Platz machen. Jawohl. Ombo legt sich hier schlafen, das finde ich gut. Weil wir können Ombo, wenn er Platz macht, auch füttern. Das ist kein Problem. Das müsste jetzt im Gange sein. Das heißt, er kriegt hier jetzt auch im Liegen, kriegt er jetzt Fresschen. Guckst du mal, sehr schön, feini. Damit sollte der Hunger auch in Ordnung sein. Hast du noch ein bisschen was zum Fressen bekommen? Supi, ne? Und dann kannst du hier in Ruhe schlafen. Und ich kann den Unfall reparieren, der hier oben passiert ist. Mit den ganzen giftigen Sporen, die sich da jetzt ausbreiten, weil wir mitten irgendwo im Gift sind. Das Problem ist halt ein bisschen, dass wir jetzt einfach, dass die Mutterbäume hier potenziell in Gefahr sind. Das macht mich sehr unglücklich. Wir haben den Mistsammler schon. Wir brauchen ganz dringend den Komposthaufen, damit wir den Desinfektionsdingsterbumster überhaupt... Wir brauchen Antrieb dafür. Das wird so ein bisschen die Herausforderung werden. Wir packen hier einmal den Mistsammler hin. Der darf so schnell wie möglich gebaut werden, bitte. Jetzt breitet sich überall dieses scheiß Gift aus. Und wir haben halt noch kein Dekontaminierungsdingsi-Bumsi. Und wir haben auch nicht genug Heilkräuter, um gegen all das anzukommen, ne? Also ich kann jetzt hier nochmal Leute reduzieren. Ich krieg hier aber auch nicht mehr Leute rein. Also wir bauen schon im Maximum an, was irgendwie geht. Mehr geht einfach nicht gerade. Das mit der Vergiftung ist nicht gut einfach. Ich meine, zumindest haben wir gerade keine vergifteten Menschen. Das ist zumindest... damit ein bisschen entspannter. Er geht direkt weiter, okay. Er möchte weiterlaufen. Dann laufen sie weiter, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass wir dem rechtzeitig irgendwas entgegengesetzt bekommen, aber das breitet sich immer weiter aus, das Gift. Außer wir kriegen rechtzeitig unseren Dekompo-Dingsterbumster. Also wir brauchen das hier. Und dafür brauchen wir erstmal den Komposthaufen, damit wir das halt produzieren können. Und wenn wir das produzieren, also wir brauchen halt erst den Antrieb dafür quasi. Und dann geht's weiter. Alter, noch eine Giftwolke mit gefährlichen Sporen. Heilige Scheiße. Und da vorne kommt ein Giftwald. Ei. Also die Frage ist ja an der Stelle gerade, würde er für mich laufen, nachdem ich ihn gerade noch mal gefüttert habe? Würde er für mich sprinten? Nein. Ich habe ihn gerade gefüttert. Ich habe diese Arschgeige gerade von er verhungert auf 30% Futter, also Hunger hochgefüttert. Und er ignoriert mich einfach. Klar, ich will einfach verrecken. Ich habe einen Stachel oder zwei Stachel geerntet und ich habe ihn mittlerweile dreimal gefüttert. Für jedes Mal füttern sollte einmal Stachel ernten okay sein. Er mag mich einfach nicht. Er ist einfach, der mag mich einfach nicht.
Du kannst auf diesem Schwierigkeitsgrad nicht gegenernten. Das funktioniert vielleicht auf normal oder auf Durchschnitt. Das funktioniert auf diesem Schwierigkeitsgrad nicht. Weil wir einfach zwei Giftwolken hintereinander hatten und mit jeder dieser Giftwolken, in die wir reingelaufen sind, je 4 bis 5 Spots entstehen. Du hast da einfach innerhalb von 30 Sekunden kriegst du 10 Giftspots. Das kriegst du nicht gegengeerntet. It does not work. Das Game möchte nicht, dass man das macht. So, wir sind nicht mehr im Dingsbereich. Das heißt, du kannst jetzt wieder gehen, damit die Ausdauer nicht so krass eingeschränkt wird. Und dann würde ich einmal Gegengift geben, damit wir dein Vergiftungslevel reduzieren, kleiner Mann. Also ich finde, mittlerweile sind wir schon in einer Symbiose. Wir haben ihn jetzt gefüttert und wir haben ihn geheilt. Ich finde, damit sind wir auf jeden Fall in einer Symbiose jetzt. So, wir haben ihn jetzt auch geheilt und müssen jetzt erstmal die Kräutersachen wieder für uns aufbewahren. Das ist vor allem jetzt auch ein Auftrag, den wir haben. Das heißt, ich pausiere jetzt den Onbu-Doktor mal eben, weil wir die Kräuter jetzt erstmal wieder für die Bewohner brauchen, damit wir die Bewohner gegen heilen. Seht ihr, er kann das halt quasi auch abbauen. Damit wird das ein bisschen wegreduziert, aber es wird eine Challenge werden. So, wir haben einen neuen Weg, der gewählt werden kann, Chat. Ich werde diesmal nichts dazu sagen. Ich lasse euch die Entscheidung, wohin wir gehen. Das ist nur als kleine Information. Hier bekommen wir neue Leute. Das hier ist ein sicherer Schlafplatz. Mehr sage ich euch nicht. Ich drücke einfach standardmäßig nach Norden und ihr wählt, wo wir hingehen. Let's go. Alles klar. Also prinzipiell funktioniert das mit dem Ombo so, dass du Vertrauen zu dem aufbaust, indem du ihn fütterst, streichelst, dich um ihn kümmerst und dem dann Befehle geben kannst. Und wenn er dir genug vertraut, dann setzt er die um. Gleichzeitig kannst du aber auch Dinge machen, die ihm schaden. Du kannst ihm zum Beispiel auch Blut abzwacken, dann verliert er Vertrauen in dich und dann ignoriert er, was du sagst oder schüttelt sich echt oft, was seine Gebäude einreißt. Die neuen Leute sind auf jeden Fall sehr gut, die wir jetzt kriegen, weil auch im Chat gefragt wurde. Das ist super, super gut, dass wir neue Leute kriegen. Wir werden halt sehen, ob wir es hinkriegen, ne? Ob wir überleben. Momentan sieht alles nicht so gut aus. Das hier ist Kroveda. Kroveda wird unser Leben verändern. Und jetzt baut. Ich probiere mal diesen geilen Saftextraktor auch, weil der geht potenziell auch als Energielieferant für unseren Dekontaminator, falls das andere nicht geht oder nicht ausreichend produziert, aus welchem Grund auch immer. Ich mache mir da schon ein bisschen Sorgen. Deswegen packe ich das da auch schon mal hin. Und dann bekommen wir hier an der Stelle auch nochmal Essenslieferungsstationen, damit da drüben auch gefüttert wird. Wir haben jetzt Leute, die gegen die Vergiftung kämpfen. Ich bin sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Ich habe auch das Gefühl, dass wir nicht mal ansatzweise genug Biogas dafür haben, damit das klappt. Aber ich lasse mich gerne eines Gegenteiligen belehren. Und ich bin gespannt. Du gehst mir halt ein bisschen zu langsam. Also es sieht sehr episch aus, wie du gehst. Auf jeden Fall. Aber wohin gehst du, ist die Frage. Ey, das Spiel sieht so süß aus. Ach, du gehst auch erstmal essen. Wir sind kurz davor abzukratzen. Du bist der erste Dekontaminator, den wir haben. Und statt zu arbeiten, gehst du erstmal einfach essen. Also es wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, ich bin nicht enttäuscht. Ich habe halt irgendwie schon damit gerechnet, dass wenn ich so viel Ressourcen und alles da reinstecken muss, das zu bauen, dass das krasser ist, als die Leute einfach loszuschicken, um Sachen auszureißen. Aber dann hätte ich mir ja die gesamte Energie sparen können und hätte einfach drauf gehen müssen, die Sachen auszureißen, weil anders wird es sowieso nichts. Und wenn ich dann rippe, ripp ich. Aber ich ripp nicht mehr oder weniger, als wenn ich... Also, hä? Das ist nicht mal ansatzweise schneller als das normale Wegernten. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass die Leute sich nicht vergiften, während sie es machen. Aber das bringt ja nichts. Ich habe gedacht, du kannst dann zumindest ein bisschen mehr flächentechnisch auf einmal machen. Weiß ich nicht. Ganz was Spannendes. 2 Büsche auf einmal.
Ja, wir lassen die jetzt einfach arbeiten. Die machen ihren Job, ich mach meinen. Ich versuche dafür zu sorgen, dass wir nicht sterben. Und ich hoffe, dass die jetzt im Hintergrund dafür sorgen, dass wir nicht sterben. Und dann hat sich das damit. Ach, wir haben auch immer noch obdachlose Dudes. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht gerade. Ich war so damit beschäftigt, das andere alles im Griff zu bekommen. Oder im Nicht-Griff zu bekommen eher. So, da sind auf jeden Fall Pflanzen drin. Da ist nichts drin, weil wir dauernd gegenheilen müssen. Aber da reicht uns auch einer erstmal. Hier brauchen wir einen zweiten Dude. Wir haben nicht mehr genug Pilze, um hier irgendwas zu machen. Und dann würde ich an der Stelle erstmal Gegengift geben gehen, weil der auch ein bisschen zu viel hier hat. So, und dann wollen wir erstmal die Hütten haben. Muss jetzt hier gebaut werden, weil hier offensichtlich die Gallenblase ist von dem Viech. Gut. Das Ding wächst halt einfach. Also das Ding breitet sich halt aus. Das ist so sad. Aber wir müssen einfach der Tatsache ins Auge blicken, dass ich einfach, dass das Ding schneller wächst, als ich es abfackel. Wenn ich das hier so laufen lasse und dem dabei zusehe, wie er direkt hier daneben steht und Sachen abfackelt, tauchen halt drei Büsche auf, während einer verschwindet. Das funktioniert nicht. Ich kann nicht noch mehr zum Abfackeln einsetzen, weil wir nicht genug, wir haben nicht genug Biogas dafür. Ich muss das Biogas erst herstellen. Ich habe nicht genug Biogas für die ganzen Leute. Die Tatsache, wenn ich meine 38 Leute alle losschicke, um das zu machen, dann werden die alle krank. Ich habe nicht genug Kräuter, um die alle wieder zu heilen. Die verrecken mir einfach alle. Und dann habe ich in der Zwischenzeit weder Essen produziert, noch Kräuter produziert. Deswegen schicke ich die Leute nicht los, weil die dann einfach alle krank, also die werden alle krank, wenn ich das mache. Und dafür produzieren wir einfach nicht genug Kräuter, damit ich dagegen ankomme. Wir sind halt konstant auf 1 hier, weil wir halt die ganze Zeit gegenheilen müssen schon. Und wir sind mit dem Essen auch richtig knapp dabei, weil ich halt alles an Aufmerksamkeit und Energie in den Versuch des Stopps dieser Ausbreitung gesteckt habe. Und mittlerweile geht das halt alles schon viel zu lange so. Ich baue jetzt halt daneben hier noch einen Dekontaminator und hoffe, dass ich einfach mit 2 dagegen ankomme. We'll see. Aber ich glaube, dass ich tatsächlich neu starten werde müssen. Also ich glaube, dass ich einfach hier einen Punkt of no return erreicht habe und ich da einfach früher anders reagieren muss. Man hätte sich überlegen müssen, ob es Sinn gemacht hätte, mit 2 Forschungshäusern zu arbeiten, damit man schneller ist. Das hätte potenziell sein können. Aber die Ressourcen hätte ich trotzdem nicht schneller zusammen gehabt. Also ich hätte es dann schneller erforscht, aber die Ressourcen gehabt hätte ich trotzdem nicht rechtzeitig, um alles zu bauen. Was vielleicht potenziell geholfen hätte, wäre, wenn ich anders gebaut hätte und die Transportwege nicht so lang gewesen wären. Vielleicht hätte das einen Unterschied gemacht. Also wir werden jetzt hier verhungern auf jeden Fall in dem Run, weil mein Bärenstrauch kontaminiert ist und ich keine anderen Bärensträuche mehr irgendwo etablieren kann. Das heißt, der Hungertod wird unser Tod sein tatsächlich. Schade Schokolade, aber ich glaube, wir können an der Stelle sagen, das ist over, das kriegen wir nicht mehr geturnt. Aber ich kann ihn nochmal füttern. Das ist der Spielstand, den ich gestern in der Nacht alleine gespielt habe, für mich. Nur, dass ihr das mal eben seht. Und da läuft es tatsächlich ein bisschen besser. Da hatte ich mit dem Seed ein bisschen mehr Glück. Und alles ist ein bisschen kompakter und gesammelter gebaut. Aber das ist mein privater Spielstand. Und da hatte ich halt das Glück, dass ich halt einfach ewig lang durch Wüste gelaufen bin. Und daher die Möglichkeit hatte, mich aufzubauen, ohne dass mir was einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Und da war halt alles so ein bisschen kompakter, weil der Seeds einfach ein bisschen besser ermöglicht hat. Ich glaube, das ist wahrscheinlich einer der Sachen, die ich halt falsch gemacht habe, ist wirklich, dass es langgezogen ist. Dass das halt, wir verlieren halt so viel Zeit durch diese langen Wege, die wir halt überall hin haben.
Da hätte ich anders bauen müssen, glaube ich, ein bisschen. Wir werden auf jeden Fall nächste Woche nochmal einen neuen Try starten. Aber jetzt nochmal neu zu starten, schaffen wir zeitlich nicht mehr. Weil es geht um, in einer halben Stunde geht es los mit Game of Cards.